Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ja und somit zu dem letzten Video im Jahr 2023. Ja, das Jahr ging super schnell rum, finde ich, aber das sage ich glaube ich jedes Mal. Ja, und ich habe euch auf jeden Fall drum gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Es haben mich leider nicht so viele Fragen erreicht, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so einen kleinen Jahresrückblick, aber auch Frage-Antworten-Video draus. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ja, wie gesagt, ich mache so einen kleinen Jahresrückblick und ja, ich blende euch hier immer die Vlogs dazu ein, denn die meisten Ereignisse habe ich auch mit der Kamera begleitet oder sind in den ja, Vlogs irgendwie entstanden. Und ja, das Erste, woran ich mich so richtig gut erinnern kann, ist, dass Hayley und ich, also meine Tochter, falls ihr neu dazu gekommen seid, dass meine Tochter und ich das allererste Mal alleine verreist sind. Wir haben so ein Mädelswochenende gemacht und ich muss sagen, es war so toll. Es war so eine gute Entscheidung, mal alleine mit seinem Baby zu verreisen. Vor allem so Mutter-Tochter-Ding. Natürlich wäre es bestimmt auch schön, wenn ich das damals auch mit meinem Sohn gemacht hätte. Aber es war leider nicht möglich, weil ja Corona in voller Fahrt war. Deswegen ja, bin ich froh, dass ich das mit meiner Tochter gemacht habe und sie war so entspannt und ich natürlich dann dementsprechend auch. Also wir waren 2 Nächte weg und ja, wir waren in so einem Wellness-Hotel. Und wie gesagt, es war super schön. Sie war in der Zeit, ich glaube, so 5 Monate, 4, 5 Monate, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das war auf jeden Fall wunderschön. Und dann kommen wir auch zu dem nächsten Ereignis. Und zwar waren wir das allererste Mal als gesamte Familie im Urlaub. Und zwar waren wir im Centerpark in Belgien. Und das war auch super toll. Da hat man gemerkt, wie es jetzt ist, auf einmal eine richtige Familie, keine Kleinfamilie mehr zu sein, sondern eine richtige Familie mit 2 Kindern und einem Hund. Und ja, natürlich war es sehr herausfordernd, aber auch super schön. Also es war wirklich toll. Die Hayley war da ja noch sehr klein. Das heißt, hatte noch nicht so viele Ansprüche. Dennoch war das super schön, die beiden Kinder im Aquamundo, also in dem Schwimmbad zu sehen. Wir waren ja wirklich jeden Tag da und wir haben auch echt 2 Wasserratten. Wie gesagt, das war super schön und ich ja, könnte jeden Monat meinetwegen verreisen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu einem weiteren Punkt. Wir sind auch das allererste Mal alle zusammen weggeflogen. Da muss ich dazu sagen, unser Hund war natürlich nicht dabei. Er hatte schön Urlaub hier in Deutschland gemacht. Aber wir sind, wie gesagt, das allererste Mal alle zusammen weggeflogen. Für Marius war es auch das erste Mal mit den Kindern. Ich bin ja nämlich schon letztes Jahr mit Henry alleine verreist, beziehungsweise mit meinen Großeltern sind wir geflogen. Und dieses Mal sind wir, wie gesagt, zu viert geflogen. Und das war auch eine tolle Erfahrung, vor allem für Henry und für Hayley. Die beiden haben da solche Entwicklungsschübe gemacht. Wirklich, das war der Wahnsinn. Die Kleine hat angefangen zu robben. Also die war wirklich von so einem Baby, was einfach nur da rumliegt, auf einmal zu einem Aktiven. Und auch der Henry hat sich sprachlich da sehr weiterentwickelt. Also es war wirklich wunderschön. Es waren tolle 2 Wochen, die natürlich auch manchmal ein bisschen stressig waren. Aber dennoch würde ich diese Zeit niemals umtauschen wollen. Also es war wirklich wunderschön, diese Erfahrung mal zu machen. Vor allem war es toll, da die Hayley ja noch so klein war und ja, kostenlos mitgeflogen ist. Also das würde ich auch jedem empfehlen, noch vorm ersten Geburtstag zu verreisen bzw. zu fliegen. Und Hayley war ja auch noch ein Stillbaby. Das war auch noch mal einfacher. Obwohl wir auch schon mit der Beikost angefangen hatten, das war da ein bisschen tricky, weil ja, wir mussten die ganzen Gläschen und alles mitnehmen, weil wir waren in Ägypten. Dort ist es etwas schwieriger, ja, Babynahrung zu besorgen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Spanien oder in Italien. Aber trotzdem war es super schön. Das Hotel können wir euch auch wirklich herzens weiterempfehlen. Wir haben auch gesagt, wir werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Vielleicht, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und auch selbstständig irgendwo hingehen können. Also, wie gesagt, trotzdem war das super. Hier seht ihr den Blog. Ich verlinke euch wie immer alle Videos unten in der Videobeschreibung. Und was ich eben auch noch vergessen habe zu erzählen, Anfang des Jahres sind wir endlich mit unserem Dachboden hier fertig geworden. Wir haben nämlich das komplette letzte Jahr, wir, mein Mann hauptsächlich, unseren Dachboden hier ausgebaut, weil das jetzt hier so unsere Elternoase geworden ist. Also hier ist jetzt unser Schlafzimmer, wir haben hier unser eigenes Bad, also WC. Ich habe meine Büroecke. Falls ihr euch gerne so eine kleine Tour wünscht, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann kommen wir auch zu dem Stichpunkt, warum ich mich eigentlich jetzt in diesem Setup hier befinde und nicht mehr auf meiner Anydaily Couch.
Ja, das ist das, was sich im Jahr 2024 auf jeden Fall verändern wird. Ihr werdet mich jetzt ab sofort immer hier sehen. Ja, somit ist Any Daily Couch vorbei. Es gibt diese Couch in dem Sinne nicht mehr. Alle, die mich verfolgen, merken oder wissen, ich gebe immer mehr von meinem Space ab an die Kinder. Ich habe damals ein Riesenbüro für mich gehabt. Dann bin ich schwanger geworden mit Henry. Er hat das Zimmer bekommen. Dann hatte ich ein etwas kleineres Büro gehabt, wo ich mein Setup hatte. Das habe ich dann auch immer wieder verkleinert. Dann war es nur noch eine Couch. Und jetzt bin ich hier oben. Wie gesagt, diese Couch gibt es noch, aber wird anderweitig benutzt. Wir haben jetzt für die Kinder eine Leseecke draus gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Das ist so ein neutraler Raum. Falls sich die Kinder irgendwie streiten, in welchem Zimmer wir jetzt spielen sollen, werden wir da sitzen. Da haben die alle ihre Bücher, weil ihr werdet das merken, wenn ihr irgendwann mal Kinder, oder vielleicht habt ihr auch Kinder schon, in so einem kleinen Altersunterschied, oft wollen beide Kinder das Gleiche haben und wir wollen und können auch nicht jedem Kind, also dasselbe kaufen, und weil das wäre ja unmöglich. Erstens finanziell und zweitens vom Raum her, wenn jedes Kind einfach dasselbe bekommen würde. Deswegen haben wir gesagt, wir schaffen einen neutralen Ort, was beiden gehört oder auch keinem gehört. Und ja, wenn es dann zu Streitereien gibt oder so, wird einfach diese eine Spielsache oder was auch immer dahin gebracht und dann können sie beide damit spielen. Oder wir sagen, keiner nimmt irgendwas, wir gehen jetzt dahin und lesen Bücher. Man kann ja die Any Daily Couch ausklappen, kann man auch super als Gästezimmer benutzen. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Außerdem fühle ich mich hier oben so wohl. Ich habe hier alles, was ich brauche. Vor allem, wenn ich irgendwie für meine Hauls die Sachen ablege, muss ich die nicht noch am selben Tag abdrehen, weil da die Kinder an die Sachen rangehen oder einfach Chaos entsteht. Hier oben kommt keiner hin. Es ist unser Raum. Hier kann ich meine Sachen für ein paar Tage bunkern, die niemanden stören. Wenn ich irgendwie mich schminke oder irgendwie ein Schminkvideo mache oder so, habe ich hier direkt mein Waschbecken und alles. Das ist einfach viel praktischer, glaube ich, für uns alle. Außerdem finde ich das super schön. Es ist so ein bisschen älter. Also ich werde ja auch älter und ja, es sieht einfach clean aus. Vielleicht wird sich hier und da mal immer was verändern. Aber wie gesagt, ab sofort werdet ihr Any Daily nur noch hier sehen. Es gibt auch nicht mehr dieses Brett, wo Any Daily Couch Talk steht. Vielleicht werde ich das irgendwann wieder irgendwo integrieren. Aber wie gesagt, ich werde älter und mein Setup muss sich auch irgendwann verändern. Vor allem bin ich ein sehr großer Fan von Veränderungen. Und ja, wie gesagt, deswegen gehört jetzt Any Daily Couch den Kindern. Ja, und nachdem wir aus unserem Ägyptenurlaub nach Hause gekommen sind, ein paar Wochen später, beziehungsweise noch im Ägyptenurlaub, hat mein Mann mir ein E-Bike zum Geburtstag geschenkt, also einen Gutschein, dass ich mir ein E-Bike aussuchen kann. Und das haben wir dann auch direkt, als wir nach Hause gekommen sind, in Angriff genommen. Wir haben uns sogar zwei E-Bikes geholt. Das war eigentlich erst die Rede davon, dass nur ich mir eins anschaffe, aber das wäre ja ein Quatsch. Also wenn, dann müssen wir ja als Familie ja, mit den Fahrrädern fahren und deswegen haben mein Mann und ich uns gemeinsam für E-Bikes entschieden und dann ein paar Wochen später, ich glaube sogar nur zwei Wochen später oder so, haben wir uns auch einen Fahrradanhänger zugelegt und Leute, es ist einfach so cool, vor allem wir haben so einen Fahrradanhänger, wo beide Kinder sitzen können, da habe ich euch auch in dem Vlog mal unseren Anhänger gezeigt und das ist wirklich so toll, vor allem befindet sich unser Kindergarten in der Nachbarschaft, also in einem Nachbarort und da bin ich in 9 Minuten oder 16 Minuten, ich weiß nicht mehr, bin schon lange nicht mehr gefahren. Auf jeden Fall bin ich so schnell dahin gefahren und auch wieder zurück. Und das ist einfach so toll. Wir haben auch ein paar ja, Ausflüge gemacht, so Tagesausflüge. Und ja, das haben wir so lange gemacht, bis ich dann ein paar andere Probleme bekommen habe. Dazu kommen wir gleich. Aber wie gesagt, es ist so toll. Man ist erstens viel an der frischen Luft. Zweitens macht man auch körperlich was für sich. Natürlich ist ein E-Bike kein normales Fahrrad. Aber es macht einfach so viel Bock und man... Ja, das ist, die Wochenenden sind dann ganz anders, wenn man unterwegs ist mit Kindern. Man kann aussteigen, kleinen Picknick machen oder man fährt mal kurz in die Stadt und ja, schlendert da rum und fährt da wieder zurück. Die Kinder können da auch ein bisschen Nickerchen machen, während man selber irgendwie an der frischen Luft ist und sich bewegt. Also es ist wirklich toll, kann ich jedem empfehlen, ja, wenn man die finanziellen Mittel hat, sich ein E-Bike zu holen, dann schafft es euch auf jeden Fall an. Ja, und dann hatte mein Mann und ich unseren 5. Hochzeitstag. Ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, seit wann ihr mir hier auf YouTube folgt. Also wie gesagt, wir hatten unseren 5. Hochzeitstag. Ich habe damals kurz vor unserer Hochzeit mit dem Vloggen angefangen. Da kommen wir auch schon gerade zu einer Frage, die mir gestellt wurde, wie ich auf YouTube gekommen bin und seit wann ich YouTube mache. Also ich mache YouTube jetzt schon seit 2017 Dezember, also mein erstes Video kam am 24. Dezember 2017 online, aber ich war schon ein bisschen vorher damit beschäftigt. Also im Endeffekt mache ich das jetzt schon
Ganze 6 Jahre. Es ist jetzt schon mein 7. Jahr. Und wie ich auf YouTube gekommen bin, ich war schon immer ein großer YouTube-Fan. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich die Mittel gehabt hätte, schon viel früher damit angefangen. Aber ich muss sagen, mich haben damals meine Kollegen so ein bisschen inspiriert, das zu machen. Am Anfang wurde ich sehr belächelt und ich glaube, keiner von meinen Freunden, Familie und auch mir hätte gedacht, dass ich das Ganze jetzt schon so lange mache. Aber ich habe wirklich meine Leidenschaft darin gefunden. Es macht mir so viel Spaß. Ich würde eigentlich am liebsten noch viel mehr machen. Ihr wisst ja, ich hatte so ein zweimal die Woche Videos hochgeladen. Jetzt ist es nur noch einmal, weil einfach meine Kapazitäten nicht ausreichen. Aber das ist auf jeden Fall, ja, ich liebe es und ich werde das auf jeden Fall noch einige Jahre machen. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt schon fast 7 Jahre, also 6 Jahre. Und ja, gerne guckt euch meine alten Videos an. Ja, ich lache nur noch drüber. Also es ist so witzig, wenn ich mir meine alten Videos von mir angucke, aber das werde ich wahrscheinlich über das Video dann auch irgendwann so denken. Ja, aber wie gesagt, wir hatten unseren 5. Hochzeitstag und es ist einfach schwierig, seinen Hochzeitstag irgendwie auswärts zu verbringen. Vor allem war die Hayley noch so klein. Sie war gerade mal 11 Monate alt oder noch nicht mal 11 Monate alt und deswegen haben wir es uns wirklich schön zu Hause gemacht. Wir haben Henry vormittags, also morgens in den Kindergarten gebracht, dann waren wir zusammen schön brunchen. Die Kleine hat mir mitgehabt, war überhaupt kein Thema. Dann haben wir auch den ganzen Mittag so uns schön gemacht. Wir waren mit den Kindern im Pool und als die Kinder dann im Bett waren, haben wir uns richtig gönnen lassen. Also wir haben uns Sushi besorgt, wir haben bei uns an der Pool-Area so schöne romantische Stimmung gemacht, haben unser Hochzeitsvideo angeschaut, waren danach zusammen baden. Das war einfach so schön, einfach diese Zeit mal zu genießen. Wir hatten einen tollen Sonnenuntergang gehabt, also es war wunder, wunderschön. Ja, und dann bin ich auch das allererste Mal alleine verreist, aber leider etwas notgedrungen. Der eine oder andere kann sich daran erinnern, das war im September. Ich war einfach so ausgelaugt und habe einfach ja, etwas Zeit für mich gebraucht, weil auch der erste Geburtstag von der Hayley anstand. Es war so ein, ja, so ein emotionales Ding. Und ich musste einfach mal ein bisschen, ja, bisschen Luft holen, ein bisschen Zeit für mich. Ich musste auch wieder Energie tanken, um ja, Haydys Geburtstag und alles vorzubereiten. Und das war auf jeden Fall notwendig. Ja, wie gesagt, hatte die Kleine ihren ersten Geburtstag. Der Geburtstag war super schön. Wir hatten vorher ein Cake Smash-Shooting gemacht und dann, wie gesagt, ihre Geburtstagsfeier. Und einen Tag später ist leider was nicht so Tolles passiert. Und zwar hatte ich einen schweren Anfall gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das, also ja, das habe ich euch natürlich erzählt. Aber dieser Anfall war auch für meine Familie wirklich schwierig. Der Henry hat das Ganze miterlebt, er war dabei. Mein Mann kam dann auch kurz danach dazu und musste seine Frau ja halb bewusstlos auf dem Boden sehen, wie auf einmal seine Täter da sind und ja, Panik entstanden ist. Das war auf jeden Fall für uns alle eine schwierige Zeit. Vor allem, weil 2,5 Wochen später wurde ja auch dann der Eingriff an meinem Herzen gemacht. Also ich hatte ja die Ablation gehabt, die auch noch nicht 100% erfolgreich bis jetzt war. Also ich habe immer noch ein bisschen Probleme. Dann kam leider 2 Wochen nach der Ablation weiterer Schicksal in unserer Familie, worüber ich noch gar nicht geredet habe. Das werde ich jetzt auch nicht groß thematisieren. Auf jeden Fall hatte der Henry einen schweren Unfall gehabt. Viele hier aus unserem Bekanntenkreis haben das selbstverständlich mitbekommen, aber wie gesagt, hier auf YouTube habe ich das nicht thematisiert. Das war aber für uns auf jeden Fall alle auch noch mal ja, eine sehr harte Zeit und ja, an der wir immer noch ein bisschen, wie sagt man, arbeiten und es immer wieder aufholt. Und ja, vor allem für den Henry ist das auf jeden Fall noch sehr präsent, was auch komplett normal ist. Aber wie gesagt, der November bzw. Oktober, November waren wirklich sehr harte Monate für uns alle. Und ja, dafür kam dann der Dezember und ich muss sagen, der Dezember war wirklich sehr schön, zwar sehr stressig, aber auch schön. Der Henry ist 3 Jahre alt geworden und ja, dann war ja Nikolaus, ist ja an seinem Geburtstag, dann unser zweiter Weihnachtsmarkt, war ja kurz vor Henrys Geburtstag, aber das war auch so wunderschön. Wirklich, wir hatten traumhaftes Wetter. Jetzt ist ja nur noch Pisswetter, auf Deutsch gesagt, nur Regen. Aber in der Woche, wo Henry Geburtstag hatte, unser Weihnachtsmarkt, es war einfach traumhaft. Schnee lag, es war einfach schön knackig kalt, also wirklich traumhaftes Winterwetter. Und ja, schade, dass der Dezember nicht komplett so war, aber wir hatten so Glück gehabt mit unserem, wie gesagt, Weihnachtsmarkt und allem. Und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Ja, und dann kam ja auch jetzt Weihnachten. Wir haben Weihnachten super schön mit der gesamten Familie verbracht. Das war wirklich ein Traum. Also ich freue mich immer, wenn die Familie zusammenkommt und auch mein Bruder und alle. Das ist einfach wunderschön und auch
Henry kommt, glaube ich, immer noch nicht aus Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke auspacken raus. Also der Dezember ist bei dem wirklich Geschenkemonat. Eben auch noch ein paar Geschenke ausgepackt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Er darf sich nicht dran gewöhnen, dass er den ganzen Dezember Geschenke bekommt. Aber ja, das war auf jeden Fall so ein kleiner Jahresrückblick. Natürlich haben wir den heutigen Tag noch. Wir werden auf jeden Fall heute Abend den letzten Tag des Jahres schön ausklingen lassen. Ihr hört, ich bin ein bisschen nasal. Wir sind alle hier angeschlagen, aber wir werden das Beste draus machen. Dann kommen wir auch noch zu ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wie gesagt, die eine Frage habe ich euch ja schon beantwortet, wie ich auf YouTube gestoßen bin und seit wann ich YouTube mache. Dann wurde ich gefragt, ob ich im Mutterschaftsurlaub bin oder Hausfrau bin, beziehungsweise Managerin. Ich finde dieses Wort Mutterschaftsurlaub so ein bisschen nicht passend, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage mir gestellt hat, ob sie selber Mama ist oder nicht, aber für mich persönlich ist Mutterschaftsurlaub kein Urlaub, sondern einfach ein, ja, ich bin einfach in Mutterschaft. Oder ja, ich werde von der Arbeit freigestellt, damit ich meine Familie gründen darf, was mega toll ist, wirklich, da will ich nichts sagen. Aber es ist kein Urlaub, wirklich, es ist gar kein Urlaub, auch wenn man am Anfang denkt, man ist ja zu Hause, man kann ja viel zu Hause machen, man kann viel mit seinen Kindern machen. Aber diese Zeit, wenn man auf einmal Mama wird und man ja sein ganzes Leben umkrempelt, das ist alles andere als Urlaub. Das Einzige, was Urlaub ist, ist, dass man seinen Urlaub frei sich einteilen kann, wann man den Urlaub verreist. Aber auch da ist man trotzdem irgendwie dann auch wieder gebunden, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen oder, weil der Partner geht ja trotzdem arbeiten. Also als Mutterschaftsurlaub würde ich es nicht bezeichnen. Aber ja, ich bin in Elternzeit. Das finde ich nämlich passender. Und ich muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen länger wie ein Jahr in Elternzeit. Und das ist einfach krass, dass ich dann fast 5 Jahre, nicht fast, sondern ich bin dann wirklich 5 Jahre aus meinem Beruf raus. Und Wahnsinn, wie diese 5 Jahre vergangen sind. Ist für mich noch unvorstellbar. Aber wie gesagt, ich habe noch über ein Jahr Zeit und dann kommen wir auch zu der nächsten Frage, ob ich irgendwelche Ziele für das kommende Jahr habe. Wie gesagt, mir ist es jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass ich ja nur noch ein Jahr habe und mein Ziel für das kommende Jahr ist es auf jeden Fall versuchen, diese Elternzeit noch sinnvoller zu nutzen und noch mehr intensive Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Natürlich verbringen wir immer Zeit mit unseren Kindern, aber ich bin so eine, ich strebe danach, meinen Kindern so richtige Erfolgserlebnisse zu schaffen, richtig tolle Erinnerungen. Natürlich wird die Hayley sich wahrscheinlich nicht erinnern an das, was jetzt gerade ist, aber der Henry fängt ja langsam schon so an und hat auch langsam seine Ansprüche. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, viel mehr Quality Time mit jedem einzelnen Kind zu verbringen, aber auch gemeinsam tolle Erinnerungen zu schaffen. Und ja, das ist halt wirklich, also wie gesagt, man hat nur noch ein Jahr. Wie gesagt, dann habe ich 5 Jahre, das ist schon jede Menge. Aber ich möchte das auf jeden Fall viel intensiver nutzen. Und welches Ziel ich habe, ist es viel mehr draußen zu sein, vor allem ab Frühling, wenn das Wetter ja konstant schön bleibt, was auch schwierig bei uns hier ist. Ich bin eigentlich schon so ein Mensch, wenn das Wetter toll ist, ich bin viel draußen, aber ich wünsche es mir noch mehr oder ich möchte noch mehr draußen sein, noch mehr im Garten, auch viel mehr im Garten was zu tun haben. Ich möchte gerne, dass unser Garten eine tolle Oase wird für uns alle, auch für die Kinder. Das Henry ist ja eh so einer, der pflückt gerne irgendwas, was wir eingepflanzt haben und der genießt es auch richtig. Und das möchte ich mit meinem Mann zusammen noch mehr, ja, für mich ist das Zuhause, seit ich Mama bin, so wichtig. Und deswegen möchte ich, dass wir uns draußen das wirklich toll machen. Wir haben ja so viel Platz. Wir haben auch so viele Ideen, was wir machen wollen. Und ich möchte auf jeden Fall einige davon, ja, jetzt in dem kommenden Jahr umsetzen. Was auf jeden Fall ansteht, worauf ich mich sehr freue, ist eine Reise, die wir wieder alle gemeinsam machen werden. Diesmal keine Flugreise, sondern mit den Großeltern. Da bin ich auch sehr gespannt, weil es das allererste Mal sein wird, dass wir mit Maris, mit Maris, seinen Eltern verreisen. Da bin ich wirklich auch super gespannt, wann, wohin und so. Das werdet ihr bestimmt irgendwann erfahren, aber das steht auf jeden Fall an. Und dann habe ich auch noch die Frage bekommen, ob ich mir irgendwas mal gewünscht habe, konnte es aber aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllen. Da bleiben wir gerade beim Thema Reisen. Das ist nämlich so, was ich mir schon immer gewünscht habe,
was so richtig klischeehaft ist. Ich wollte schon immer mal zu Weihnachtszeit in New York sein, also generell USA interessiert mich so sehr. Da möchte ich unbedingt irgendwann hin, aber bis jetzt hat das irgendwie nicht, ja, hat es nicht gepasst. Und wie gesagt, ich wäre so gerne über Dezember in New York. Es muss nicht unbedingt Heiligabend sein, aber vorher halt ein paar Wochen. Das wäre so schön. Und das war so ein Wunsch, was ich mir bis jetzt noch nicht erfüllen konnte. Ich habe mir es immer gewünscht, wenn ich dann irgendwann in Elternzeit bin, ja, im Dezember verreisen, weil es aus meinen beruflichen Gründen es mir nie möglich war, im Dezember zu verreisen, weil wir dort immer Urlaubssperre haben und auch haben werden. Deswegen hoffe ich und ja, wünsche mir noch so sehr, dass wir vielleicht den kommenden Dezember, also nächstes Jahr Dezember, verreisen können. Das wäre wirklich ein sehr, sehr großer Traum. Oder auch vielleicht irgendwo Richtung Asien, weil Dezember da auch ein sehr toller Monat ist, wie Thailand oder so. Also ich war schon in Thailand, aber Thailand zum Beispiel ist auch toll, da ist die Regenzeit vorbei. Dubai wäre auch super, würde ich mir auch super wünschen, mal Silvester in Dubai zu verbringen. Aber ich glaube, das sind aktuell noch sehr, ja, Träume, die wirklich nur in meinem Kopf bestehen, ob das real wird. Das bezweifle ich, aber wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber freuen. Und sonst habe ich jetzt im Kopf nichts, was ich mir gewünscht habe und es mir nicht erfüllt habe, weil eigentlich alles, was ich mir so Großes gewünscht habe, in Erfüllung gegangen ist. Also ich habe es mir schon immer gewünscht zu heiraten. Ich habe geheiratet, hatte meine Traumhochzeit. Ich wollte ein Haus haben. Wir haben ein Haus. Ich wollte ein Auto, ein eigenes haben. Das habe ich, was ich nicht gemacht habe. Ich wollte einfach mich in mein. Ich hatte mein erstes Auto war ein Cabrio und ich habe mir damals schon gewünscht, einfach mich ins Auto zu setzen und ans Meer zu fahren. Einfach so ganz spontan. Das habe ich leider nicht geschafft. Jetzt habe ich auch kein Cabrio mehr. Aber das war sowas, was ich mir gewünscht habe und nicht geschafft habe. Aber wie gesagt, und dann habe ich mir Kinder gewünscht. Ich habe zwei wundervolle Kinder. Wenn es mehr geworden wären, dann wäre es auch schön. Aber es ist auch so, wie gesagt, ich bin so dankbar für alles, was ich habe. Und ja, sonst, wie gesagt, habe ich Gesundheit. Gesundheit ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und hier wurde ich auch gefragt, welche Ziele, wie gesagt, was ich fürs kommende Jahr habe. Wie schon gesagt, gerne mal. Reisen im Dezember wäre super, aber auch meine Gesundheit. Ich möchte wirklich viel mehr auf meine Gesundheit achten, auf die Warnzeichen meines Körpers. Wie gesagt, also ich habe wirklich viel durchgemacht jetzt in den letzten Monaten. Es ist noch nicht 100% Finale. Außerdem habe ich noch hier und da noch andere Baustellen mit mir. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall viel mehr auf meine Gesundheit achten. Ich sage jetzt nicht, dass ich unbedingt viel Sport machen will oder so. Auf jeden Fall mehr Self-Care. Ich mache Yoga, das möchte ich auf jeden Fall weiterhin machen. Und wie gesagt, einfach mehr so Zeit nehmen, einfach mal runterzukommen, mich nicht mehr so viel zu stressen, obwohl das wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein wird. Aber ich werde auf jeden Fall an mir arbeiten, auch mal was links liegen zu lassen, beziehungsweise ja, mein Management vielleicht ein bisschen anders zu timen, obwohl ich sehr zufrieden bin mit meinem Management. Also wirklich, das muss ich sagen, habe ich schon sehr gut im Griff. Aber ich muss an mir arbeiten, es nicht auf andere Leute zu übertragen. Oder wie soll ich sagen, oft, wenn ich gestresst bin, stresse ich dann auch andere Leute damit. Und das ist ja auch nicht richtig. Es ist mein Stress und den soll ich bei mir behalten oder halt versuchen, diesen Stress abzubauen. Und darauf will ich auf jeden Fall achten, dass ich im kommenden Jahr oder allgemein in Zukunft, ja, versuche ein bisschen runterzukommen, nicht so viel zu machen. Wie gesagt, aber andererseits bin ich sehr froh drum, dass ich so viel mache, so viel erreiche, so viel schaffe. Da komme ich auch noch dazu, mein Ziel. Und das muss ich wirklich manifestieren. Am besten muss ich mir ein Vision Board machen, weil das nehme ich mir jedes Mal vor. Aber irgendwie dann so sitze ich am 31. Dezember und denke so, Mist, wieder kein Vision Board gemacht für das kommende Jahr. Aber wie gesagt, ich manifestiere es mir und wünsche es mir auf jeden Fall, dass meine Community hier wächst. Dass wir wirklich auch viel mehr interagieren miteinander, viel mehr schreiben. Also, ich muss sagen, die Klicks sind gut, aber die Kommentare und alles ein bisschen könnte mehr sein. Und natürlich möchte ich auf jeden Fall jetzt im Jahr 2024 nicht nur die 2K schaffen, sondern auch die 5000. Das wäre so cool. Wie gesagt, ich habe so viele Ideen, ich würde so gerne viel mehr machen, aber die Kapazitäten fehlen mir. Und deswegen hoffe ich, dass ich das irgendwie in dem kommenden Jahr alles so unter einen Hut bekomme, mir ein neues Konzept vielleicht erschaffe, um euch viel mehr Mehrwert zu bieten, kreativer zu sein. Diese Kreativität fehlt mir ein bisschen, obwohl ich gerne die Hauls ja auch mache. Aber wie gesagt, so dieses Kreative und das Fashion und Beauty, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Beauty-Video für euch abgedreht habe, aber das sind auf jeden Fall so meine Ziele.
Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, die paar Fragen, die mir gestellt wurden, beantwortet. Falls euch doch noch was auf der Seele brennt und ihr es wissen möchtet, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe jetzt lang genug gelabert. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, seit wann du mir folgst. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, fühlt euch gedrückt, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr. Tschüssi!